Maultasch vor Hoch Osterweg. Margarete Maultasch trat nach dem Tod ihres Vaters, Herzog Heinrich, die Herrschaft von Tirol an. Weil ihr Vater auch Herzog von Kärnten war, wollte sie in unserem Land die Erbfolge antreten. Die Kärntner aber lehnten die Gräfin ab, da sie angeblich ein hässliches Gesicht mit einer großen Unterlippe besaß. Deshalb nannten die Kärntner sie Maultaschen. Eigentlich bekam die Tiroler Gräfin ihren Beinamen von der Burg Maultasch in Südtirol, wo sie sich am liebsten aufhielt. Weil die Kärntner ihr nicht gehorchen wollten, kam Margarete mit ihren Soldaten in unser Bundesland. Nach kurzem Kampf bezwang sie einzelne Burgen. Nun kam sie an der Burg Hoch Osterwitz an. Diese Burg galt damals als die stärkste Festung Kärntens. Die Gräfin wusste, dass sie diese Burg nicht einnehmen konnte. Also umzingelte sie die Burg und ließ sie aushungern. Nach einigen Wochen mussten die Kärntner in der Burg Pferde, Katzen und Hunde schlachten, um nicht zu verhungern. Nun griff Rheinherr Schenk, der Besitzer der Burg, zu einer List. Er nahm den letzten Stier, füllte ihn mit Getreide und warf ihn hinunter, woraufhin die Gräfin dachte, dass auf der Burg noch genug Essen wäre, und sie brach die Belagerung ab. Doch die Gräfin befahl, dass jeder auf jede Stelle, an der ein Zelt stand, einen Helm voll Erde darauf schütten soll. Dieser Erdhügel sind auch heute noch zu sehen. Als Georg Köfenhüller in Besitz der Burg kam, ließ er eine Säule mit dem Bildnis der Tiroler Gräfin errichten. Das ist das Ende. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Projekt gefallen. Es wurden Fotos entnommen von www.pixelpay.at und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.